Hallo Freunde der Spielkultur, beim letzten Mal haben wir so ein riesig Vogelding oder Flugwesen getötet und sind aus dieser Ruine oder dieser Stadt der dunklen Brüder geflüchtet und heute wollen wir den ursprünglichen Weg wieder aufnehmen und hoffen, dass uns nichts dazwischen kommt. Also, Leute, einen Moment bitte. Das, okay. Sorry, ich muss mich ein bisschen schneuzen, weil meine aller ja, ich mache momentan eine Immunisierung und da. Ich hab dich verstanden. Hey. Ja, ja. Komm. Ich muss mich mehr anstrengen. Ich hab ihn getroffen. Alter. Ich geh nochmal die Bogenschützen weg. Kriegen nicht dich. Yes. Tot. Okay, perfekt. Es ist immer da oben einer, der was hier herum nervt. Komm, komm, komm. Ja, leck mich. Ich ignoriere dich jetzt. Ich ignoriere dich jetzt mal ganz. Ich ignoriere dich jetzt wirklich. Die Brüder der Nacht ihn geholt? Ja, oder er ist mitgegangen, weil sie hat ja gesagt. Nein, wieder nicht. Oh. Ah. Ja, leck mich! Vorwärts, Brüder! Kämpf mit mir, du Feind! Du kannst unsere Stärke. Ich werde euch nicht enttäuschen, Brüder. Ah! Nein! Ernsthaft jetzt? Okay, Leute. Ich bin... Moment. Ich sterbe jetzt einfach. Ich werde jetzt einfach so lange sterben, bis ich wieder oben bin. Interessiert mich nicht den Weg. Das ist viel schneller. Und ich meine, armseliger ist es auf jeden Fall. Aber schneller. Das ist korrekt. Na gut, dann bin ich mal wieder gestorben. Respawn. Und wir landen wieder dort, wo wir angefangen haben. Hallo, lade schneller. Diese Ladebildschirme. Stirb, Eindringling! Hör auf, wegzulaufen! Nervt mich! Alter! Du mich auch! Stirb! Einfach nur. Danke, BD, für den Stim. Und jetzt, mein lieber Stoffel. Und mit dem, da sind wir hergekommen, da war was. Ja, jetzt quatscht er. Moment, war das nicht. War da unten nicht. Nee. Das war woanders. Muss ich auch nochmal alles durch. Okay. Okay. Das war ja das. Ah, Leute, wisst ihr was? Jetzt schauen wir mal, was für eine Lichtschwert-Sachen wir neu gekriegt haben. Und bauen es mal ein bisschen wieder um. Dass es mal ein bisschen wieder anders ausschaut.
Einfach nur. Okay, das haben wir. Was haben wir neu? Das kannten wir schon. Oh! Ich glaube das. Ich bin mir gerade nicht sicher. Das auf jeden Fall. Hülse. Oh, da haben wir viel. Nehmen wir das. Das schaut ziemlich schick aus, finde ich. Ja. Ich glaube, das gefällt mir. Oh. Na gut, und weiter im Text und weiter zu diesen Brüdern der Nacht oder Brüder der was auch immer. Brüder des Nervens. Ja. Los. Okay. Passt. 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 Gut. Und da waren wir beim letzten Mal. Ah. Geschafft. Aber was kommt uns... Kommt da... auf uns zu. Ah, dieser Planet. Ich verstehe unseren lieben Kapitän, wo mir immer der Name entfällt. Okay. Ist fein. Sind hier Brüder auch oder nur diese üblichen Gegner? Ah, die Stimmung da ist richtig strange. BD. Was hast du gefunden? Das kenn mal. Gönn dir mal. Mein Freund, wir suchen ein Astrium und befinden uns in Kuchetska. Jupp. Okay. Ah, kriegen wir wieder eine Vision der Macht oder halt. Okay. Was immer das war. Es ist weg. Oh. Dafür ist das jetzt da. Und wir gehen mal da eine Runde speichern. Hätte ich mal gesagt. Besser gesagt, eine Runde ausruhen und speichern. Okay. Oh. Oh. Hey, Kleinkell. So ist das sicher nicht abgelaufen. BD am Rücken. Ein Holocron, okay. Okay, gehen wir mal dorthin, wo wir hin müssen. Aber wie geil das ausschaut. Aber schau. Ach so, ja, stimmt. Hi. Wo muss ich hin? Reden wir mal mit ihm. Lust auf eine Revanche später? Ja, jederzeit. Immer. Gehst du zum Training? Immer. Sekunde. Ja. Und diese Klone werden uns. Neue Befehle. Endlich. Ich bin froh, wenn ich hier wegkomme. Wie neue Befehle? Das wird wahrscheinlich die Order 66 sein. Befürchte ich. Meister T'Pol. Padawan, Zeit für deinen Unterricht. Ja, Meister? Du musst uns erreichen. Und lass mich nicht warten. Okay. Gut. Offenbar siehst du keine Dringlichkeit in deiner Aufgabe. Du schaffst das. Los nochmal. Ja, sicher schaffe ich es. Hab nur nicht bemerkt. Ah ja. Erfolg und Fehlschlag. Leben und Tod. Licht und Dunkel. Getrennt durch deine Einstellung zu ihm. Das ist hier wohl korrekt, aber. Beeilung, Kerl. Was beeilen? Was ist mit dir? Ich weiß nicht, was ich hier machen muss. Nicht warten.
Ich komm hier nicht rüber. Ja, da hast du recht. Ja, aber wenn ich keine Ahnung, was ich machen muss. Ich meine, das ist hier ganz logisch, aber... Ja, komm, halt die Fresse. Aber wobei, das Gesicht ist richtig cool. Ach so. Nee. Beweg dich, Padawan. Hä? Sonst geht's dich noch, geht es dir noch gut, oder? Ich komm hier nicht hoch, alter Sack. Ach so. Habe ich nicht gesehen, dass ich hier hinhüpfen muss. Okay. Ich weiß. Okay, jetzt wird alles nochmal getestet. Okay. Scheiße. Okay, wenn ich... Ach gut. Egal, nochmal. Wahrscheinlich ist das die letzte Szene, bevor... Ah, das war knapp. Aber ich hab's noch... Ich hab's noch geschafft. Oh. Wow. Echt viel, Commander. Fokussieren. Voll konzentriert hättest du diese Ablenkung vorausgeahnt. Besser, Padawan. Komm zu mir. Ja, gut. Das war jetzt. Wir werden mit einer Aufwärmübung beginnen. Doch zuerst haben wir Befehle. Braka ist gesichert. Schon bald rücken wir nach Mygeto aus. Ja. Juhu. Du musst... Meister, seid ihr okay? Irgendwas stimmt nicht. Nein, nein! Was geht hier vor? Warum war der Commander? Padawan, etwas Schreckliches ist im Gange. Die Klone haben uns hintergangen. Deine Fragen müssen warten. Es ist keine nicht Zeit. Die Klone. Wir müssen sofort das Schiff verlassen. Schnell. Zu den Rettungskapseln. Und nimm die Wartungsgänge. Wir haben das trainiert. Erinnerst du dich noch? Ja, Meister. Okay. Und was wird aus euch? Ich sorge für Ablenkung und komme dann wieder. Wenn ich bei deiner Ankunft nicht da bin, geh ohne mich. Wir sehen okay, uns auf Braka wieder. Hast okay. du das verstanden? Jawohl, Meister. Sie kommen. Ich werde zwar die Drucktüren schließen, aber wenn sie dir begegnen, darfst du keinesfalls zögern. Geh. Werde ich nicht. Macht mit dir sein. Geh. Ja, ich bin schon unterwegs. Da ist er. Er schießt ihn. Nein, halt! Unterwegs. Wir brauchen Verstärkung. Ich muss dann ziehen, um durchzukommen. Ah, schnell durch. Das ergibt keinen Sinn. Was ist hier los? Keine Ahnung, Kel. Die Order halt. Können wir den Jedi sehen? Der Kleine ist verschwunden. Sucht überall. Er kann nicht weit sein. Luft wieder raus. Hey, was war das? Haltet die Position. Ich sehe jetzt sieht man Kel, wo er seine Ausbildung abgeschlossen hat, fast. Melde Verluste. Paul hat mehrere Trupps ausgeschaltet. Sofort schießen. Verstanden. Ich versteh's nicht. Was ist passiert? Was war das? Da ist er in den Wartungsgängen. Nö. Ich glaube, hier ist der Turbolift. Danach ist es nicht mehr weit.
Okidoki. Aha. Okay. Jetzt kommt die Ernst der Lage. Ich hab Kontakt zu dem kleinen Padawan. Er ist im Turbolift. Ich schaff das. Ich darf ja nicht stehen bleiben. Ja, klar. Schalte den aus. Dann holen wir uns Support. Okay. Er hat uns gerettet. Padawan, dein Lichtschwert. Weiterklettern, wir treffen uns vorne. Okay. Mach mal. Er hat uns gerade ziemlich den Popo gerettet. Okay. Okay. Ich würde gerne oben sein. Es ist so geil. Ich liebe, das ist so ein gutes Star Wars Spiel. Jetzt kommt alles nochmal. Direkt vor uns ist ein Override. Du musst ihn aktivieren, wenn wir fliehen wollen. Mach ich. Jawohl, Meister. Nö, das dauert nicht lange. Bitte sehr. Ich habe hier kämpft. Los, Padawan, wir müssen sofort weg. Oh. Die Tiersteuerung. Ja, mach ich. Geh. Wow. Ich habe alle verlangsamt. Kerl. Ich habe die Schiffsreaktoren überlastet. Im Schutz der Explosion können wir fliehen. Der Krieg. Es sticht vorbei, mein Padawan. Nein, noch lang nicht. Warte auf das Signal des Rats der Jedi. Ja, hoffentlich gibt's noch eines. Und vergiss nicht, vertraue nur der Macht. Ja, Meister. Sehr rührend. Sehr gute Story, finde ich. Boah. Alter. Also ist das sein Lichtschwert, das ist das. Ah! Sein Lichtschwert war das, das er gehabt hat, was hin ist. Ah, jetzt schließt sich der Kreis. Diese blöden Fliegen bei mir hier. Wo bin ich jetzt? Wie lange haben wir noch Zeit? Ach, 10 Minuten. Was? Padawan. Okay. Es ist Zeit für die Ausbildung. Oh. Nee. Bosskampf. Schwacher Schlag. Mein Tod ist deine Schuld. Dein Wille ist schwach und du hast keine Disziplin. Okay. Du bist eine Enttäuschung. Die Angst unterbricht deine Verbindung zur Macht.
Okay. Ja. Mein Blut an deinen Händen, mein Schüler. Du bist ein Versager. Du Schwächling. Ein Verräter. Du bist kein Jedi. Okay. Alter. Ich hab's hingemacht schon wieder. Kerl, musst du immer alles hinmachen? Ah. Nochmal? Nichts. Okay. Was ist das jetzt? Wegen dem sind wir hier gewesen? Hm. Okay. Dann ist es wohl so. BD? Danke. Lass. Verschwinden. Ich kann's nicht erklären. Vielleicht verstehe ich's nicht mal. Okay. Was kommt? Was kommt jetzt noch auf uns zu? Abkühlung freigeschaltet. Ist nach Plan gelaufen. Ich hab dich ja gewarnt. Lass mich allein. Wie bitte? Allein lassen. Verloren. Und schutzlos in dieser gefährlichen Welt. Niemals. Okay, jetzt ist genug. Wer seid ihr wirklich? Taran Malikos. Ehemaliger Jedi. Genau wie du. Wir haben so viel gemeinsam. Das bezweifle ich. Oh? Wir haben die Auslöschung überlebt. Hm? Meine Truppen haben mich verraten. Ich war gezwungen, ihnen das Leben zu nehmen, und dann bin ich geflohen. Zu diesem einsamen Ort. Die Dunkelheit. Sie verschlang mich fast. Okay. Aber ich widerstand. Ihr seid der, dem die Brüder der Nacht folgen. Ja. Oh. Aber diese Wilden, sie respektieren allein die Stärke. Und wir wissen beide, die Macht ist eine enorm starke Verbündete. Nein. Nein, ihr nutzt die Macht nur eigennützig, missbraucht sie. Das widerspricht dem Prinzipien. Es sind dunkle Zeiten. Wenn wir nicht gemeinsam kämpfen, werden sie uns verzehren. Ich brauche eure Hilfe nicht. Dein kaputtes Lichtschwert sagt etwas anderes. Hm? Du hast da drin was gesehen, oder nicht? Etwas Furchtbares. Es gibt viele solche Orte hier auf Datumir. Komm in meine Familie. Dann lehre ich dich das alles, diese Kraft zu beherrschen. Komm in meine Familie. Dann lehre ich dich das alles zu beherrschen. Vertraute Worte, Malikos. Schwester Maren, du solltest lieber nicht so weit gehen. Seit Jahren, sagt ihr, die Jedi hätten das Massaker an meinen Schwestern begangen. Jetzt steht einer vor uns. Und ihr wollt ihn in eure Familie aufnehmen. Damit wirst du leben müssen. Doch es fehlt dir an Stärke, kleine Hexe. Stärke. Ihr seid verrückt, Malikos. Datomir hat euch verwirrt. Und durch meine falsche Loyalität konntet ihr die Brüder der Nacht vom Weg abbringen. Anders als die Jedi legen Schwestern der Nacht von Datomir die ihren nicht rein. Unser Band währt ewig. Deine Schwestern sind tot! Ja. All ihre Gräber umgeben euch. Zeit zu gehen. Schon. Was war das jetzt? Was macht die? Närrische Göre. Über diese Kräfte hast du keine Kontrolle mehr. Ihr beide sollt wissen,
Bekämpft ihr eine Schwester der Nacht von Datomir? Bekämpft ihr uns alle? Nicht schon wieder die Dinger. Ich war so froh, dass ich sie los bin. Hilft ihr uns jetzt gerade? Ja, lauf doch, Kel. Okay. Ich laufe hier gern. Ah, Kacke. Alter. Ah, mein Lichtschwert ist in. Ah, hier ist der richtige Weg. Ah, du Kacke. Ich werde dich vernichten. Ja, sicherlich. Hier. Grease soll die Mantis startklar machen. Hier hat eine Hundhaut-Effekt. Die verfolgt mich. Ja. Okay. Bitte gib Gas, Kel. Ich mag nicht Schwesternfutter sein. Ah. Endlich. Bring uns weg von hier. Gott. Auf meinem Schiff kriechen überall tote Hexen rum. Weg hier. Ich hab gar nichts gemacht. Was ist passiert? Hast du das Grab gefunden? Das Lichtschwert deines Meisters. Mhm. Ich sah ihn. Meister T'Pol, es war der Tag seines Todes, ich sah, was ich tat. Kerl, alles ist zerstört. Ich konnte ihn nicht retten. Kerl, du warst noch ein Kind. Nein. Ich hätte ihm helfen können, wenn ich nur auf ihn gehört hätte, wenn ich stark und mutig gewesen wäre. Ich hätte ihm helfen können, ich weiß es. Kerl, du sollst endlich wissen, was mir bei der Flucht vor dem Imperium passierte. Sie brachten Trilla ins Zimmer. Als ich ihre Augen sah, wusste ich, es war meine Schuld. Sie war eine Inquisitorin. Und etwas in mir starb. Ich verlor völlig die Kontrolle. Ich tauchte ab in die dunkle Seite. Und tötete sie alle. Ich verschonte keinen einzigen. Nur sie ließ ich gehen. Viele Jahre konnte ich mir das selbst nicht verzeihen. Ich war ein Wrack. In mir war nichts als Zorn. Ich konnte ihn nicht unterdrücken. Es gab für mich keinen Ausweg. Und ich wollte nur noch sterben. Doch dann erfuhr ich von dem Holocron. Ein Hoffnungsschimmer, dass es eine Zukunft geben könnte, für die es sich weiterzumachen lohnt. Steh auf. Ich kann nicht rückgängig machen, was ich getan habe, und du rettest auch nicht mehr deinen Meister. Es ist vorbei. Aber Kerl, du musst auch wirklich weitermachen wollen. Und wie? Du wirst hiermit anfangen. Mhm. Es ist deine Aufgabe, ein neues zu bauen. Okay. Okay. Schatten des Meisters Illum. Waren wir da schon? Nein, ich glaube nicht. Aber Leute.
Das ist aber auch das perfekte Zeichen, dass ich zu euch sage, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und schaut noch bei der Playlist rein, wenn ihr neu seid hier und bei meinem neuesten Video, was ich hochgeladen habe. Also Pokémon Mystery Dungeon oder was auch immer es jetzt ist. Ja. Aber ich bin bereit. Ich meine nicht nur hier. Jeder Jedi begegnet der dunklen Seite. Und es ist leicht zu scheitern. Ihr kämpft immer noch mit der dunklen Seite. Auch nachdem ihr euch von der Macht gelöst habt. Wir werden immer kämpfen. Das ist die Prüfung. Die Wahl, weiter zu kämpfen, macht uns zu dem, was wir sind. Okay. Krieg ich ein zweites Lichtschwert? Ah, ihr Lichtschwert. Dann sollte ich jetzt rausfinden, wer ich bin. Okay. Aber das werden wir erst beim nächsten Mal rausfinden. Und ich sage jetzt nur danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und beim nächsten Mal machen wir hier weiter. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.